Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Expertenkanal der Hoch3 Immobilien GmbH aus Ingelheim. Mein Name ist Felix Hoffmann und als Ihre Experten für den Verkauf von Wohnimmobilien bekommen wir in unserem Alltag als Immobilienmakler regelmäßig Fragen rund um die Immobilie gestellt. Und in diesem Video möchte ich Ihnen einmal erklären, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Buchgrundschuld und einer Briefgrundschuld ist. Viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video, diesmal mit dem Thema, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Buchgrundschuld, einer normalen Grundschuld und einer Briefgrundschuld. Das wollte ich Ihnen in diesem Video einfach mal erläutern. Wir hatten es in letzter Zeit oft gehabt, dass wir Häuser verkauft haben, bei denen natürlich auch die Grundschuld noch zu löschen war. Und es kann unter anderem Probleme geben, wenn hier noch eine Briefgrundschuld eingetragen ist. Das Thema ist nämlich, um eine Briefgrundschuld löschen lassen zu können, brauchen Sie zwingend den Grundschuldbrief. Und dieser ist oftmals bei geerbten Häusern im Zuge des Ausräumens oder Umräumens oder Ausmistens abhanden gekommen oder einfach vernichtet worden, weggeschmissen worden. Und dann haben Sie ein sehr großes Problem, denn dann können Sie die Immobilie erst verkaufen, nachdem das sogenannte Aufgebotsverfahren beim Amtsgericht abgeschlossen wurde. Das Aufgebotsverfahren besagt im Prinzip, dass diese Grundschuld zum Aufgebot quasi am Amtsgericht ausgehangen wird und dann haben eventuelle Finanzierungsgläubiger die Möglichkeit, sich diese Aufgebote anzusehen und mit ihren Daten abzugleichen, ob da eventuell noch offene Forderungen bestehen und die dann einfordern. Dieses Aufgebotsverfahren dauert mindestens 3 Monate. Wir hatten es auch schon, dass es 6 Monate gedauert hat. Das bedeutet, innerhalb dieser 6 Monate kann kein Geld gezahlt werden, die Grundschuld kann nicht gelöscht werden und somit kann das Eigentum auch nicht umgeschrieben werden. Also bitte, bitte, bitte seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie eine geerbte Immobilie ausräumen, schauen Sie nochmal alle Unterlagen durch, schauen Sie vielleicht vorher mal ins Grundbuch, wenn Sie wirklich eine Immobilie geerbt haben, holen Sie sich mal einen Grundbuchauszug, schauen Sie mal rein, ob da steht Grundschuld oder Grundschuld ohne Brief. Und dann, wenn dort nichts steht ohne Brief, dann ist in der Regel noch eine Briefgrundschuld oder steht auch drin, Briefgrundschuld zugunsten der XY-Bank vom. Und solange diese Daten nicht unterstrichen sind, also diese Grundschuld im Grundbuch, wird alles, was gelöscht ist, wird unterstrichen, nicht durchgestrichen, dass man es nachvollziehen kann. Solange dieser Teil im Grundbuch nicht unterstrichen ist, müssen Sie dafür sorgen, dass dieser Brief noch vorhanden ist und bitte, bitte schmeißen Sie den nicht weg, auch wenn er aussieht wie eine uralte Urkunde, die niemand mehr benötigt. Heutzutage wird in der Regel eine ganz normale Buchgrundschuld eingetragen. Das bedeutet Grundschuld ohne Brief, so steht es dann auch im Grundbuch drin. Das ist dann in der Regel wesentlich einfacher löschen zu lassen. Der Notar holt die Löschungsbewilligung bei dem jeweiligen Kreditinstitut ein. Die schauen direkt in ihren Unterlagen, ob da noch eine Belastung valutiert oder nicht. Und falls ja, wird dem Notar der Betrag mitgeteilt, der noch abzulösen ist und die Differenz wird dann vom Käufer auf das Konto des Verkäufers gezahlt. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer Briefgrundschuld und einer Buchgrundschuld ist und Sie nochmal für das Thema Briefgrundschuld sensibilisieren. Falls Sie eine Immobilie geerbt haben, prüfen Sie das bitte, ob dort noch eine Briefgrundschuld eingetragen ist und falls ja, schauen Sie bitte, dass Sie den entsprechenden Brief finden. Was passieren kann, wenn dieser Brief abhanden gekommen ist oder Sie ihn entsorgt haben, das habe ich eben kurz erklärt. Wir haben auch ein separates Video zum Thema Aufgebotsverfahren. Was ist das? Schauen Sie sich das gerne an. Falls Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, einen Daumen nach oben. Falls Sie aktuell Freunde und Bekannte haben, für die das Thema interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit diesen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Felix Hoffmann.